So, da sind wir dann auch schon wieder. Zu einer Runde plündern wir irgendein Gebäude aus. Haben die Mission schon angenommen. Wir haben noch so eine langweilige Grabequest gemacht. Da wollten wir euch nicht mitnehmen. Aber so Häuser auseinanderstibitzen, das ist ja immer ganz witzig. Mit dabei, wie ihr es hört, ist die kleine Rocky. Hallo! Die den Quest vorgegebenen Weg natürlich nicht nimmt. Wieso? Hier ist der Schlüssel. Ja, du hast mal die Tür aufgeboxt, ne? Ups. Ach so, weil der Zugang da oben ist. Scheiße. Ja, gut. Okay, von außen nach innen looten, aber ja, gut. Vorräte sind ja nicht. Ja, das musst du mit der Hacke machen. Habe ich nicht. Dann bau dir eine. So, das ist zu, okay. Ich kann mir keine Eisenspitzhacke machen. Nee, dann brauche ich dir gleich ein. Hier unten ist ein Bodentresor. Nein, das ist eine Luke. Ja, für eine Sache, die man wegschließen muss. Nee, das ist so eine Kellerluke. Jaha. Ein Raum, den man wegschließen muss. Ah ja. Okay, Frage, gehen wir jetzt von hier rein oder von der... Dann kannst du denn da offiziell reingehen, also ohne, dass die Tür einschlagen muss. Wo wird der Eingang sein? Gib dir einen Tipp. Jetzt aber auch nicht. Ist immer in der Nähe von dem Fragezeichen. Ja, was du war? Hast die Quest angenommen. Ja, das Fragezeichen war da, wo du bist. Das heißt, wir müssen... Warte mal, hier? Nein. Aber du kannst die Lampe da oben abknipsen. Ich hab meinen Clips auch nicht dabei. Nee. Ja, dann gehen wir einfach mal hier lang, ne? Ach, stimmt, die Dinger kann man ja zum aufs Dach benutzen, alles klar. Das ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Oh ja, und wie du es liebst. Ja, bist du doch das erste deutsche Fernsehen, oder nicht? Aber ist schon geil, über den Dachboden in die Garage. Ja, hinter mir irgendwo wird es wohl sein. Dann kommen wir zurück, dann können wir so gemeinsam verprügeln. Ah, ist aber eine nette Stube hier. Guck mal, die haben Regale, wo die ihre Kleidung drauflegen. Und süße Katzenfotos. Da ist aber eine komische Ecke hier. Hier oben ist noch so ein Spot im Fenster. Na, guck mal, der Zombie ist müde, der hat sich hingelegt. Ja, und der andere sieht total adrett auf dem Sessel aus. Oh, jetzt ist er vor. Ja, schnell den anderen kaputt treten. Na, schade, hat kein Loot gegeben. Das ist die Frage, was würdest du tun, wenn dein Haus von Zombies überrannt wird und du aber nicht mehr weg kannst? Würdest du dich in die Flur setzen und dich totnageln lassen oder würdest du links und rechts noch ein paar mitnehmen? Noch ein paar mitnehmen. Ja, aber wie? Bist ja kein Militärangehöriger oder so ein Käse, die dann auch noch Sprengmittel besitzen offiziell. Also in den Kasernen oder sowas, ne? Du hast jetzt auch keine Zeit gehabt, den Kram zu organisieren oder so.
Wie willst du das dann machen? Wenn du ganz alleine bist. Einfach draufsetzen. Auf den Zombie. Ja. Es mag bei ein bis zwei noch funktionieren, aber wenn da so eine ganze Herrscher kommt, wie Nation Zero ja, oder ja, wenn ich sowieso drauf gehe, dann versuche ich natürlich so viele wie möglich mitzunehmen. Ja, aber wie würdest du das machen? Das war ja die Frage. Ja, draufsetzen, keine Ahnung, Knie wegtreten, dass die auf den Boden rumkriechen müssten und so. Ich mehr Zeit habe, eine Lampe zu schnappen. Und den ganzen Bums anzuzünden, oder wie? Kommt ja auch drauf an, wo ich bin, ne? Wenn ich zufällig ein bisschen Haarspray und Feuer dabei habe, dann würde ich eine riesen Burn-Party machen, aber... Ich würde das Haus einfach einstürzen lassen. Ja, wie willst du es denn einstürzen lassen? Das ist so ein amerikanisches Gebäude, musst du nur mal ganz laut niesen. William niesen. Okay. Ich fand das witzig. Die Pseudo-Kitzen. Hast du auch noch Holzbank im Flur stehen? Nee. Mann, die sind ja schon ziemlich witzig, ne? Stacheldraht, Spikes. Aber du kannst außen rumlaufen. Hast Freunde angelockt. Ja. Mit deinem Tanz. Ich hab nur meins Bad geluschert. Kam aber aus der Küche oder was ist da hinten? Das sind Bauarbeiter, die haben da gerade die Küche zusammengebaut. Ja, der steht auf. Liegen bleiben. Liegen bleiben. Guck mal, der beschützt das Klo. Dass da keiner reingeht. Für manch jemand ein heiliger Ort. Ach so. Das ist aber eine komische Garderobe hier. Flipflops. Eine Potato. Noch eine Potato. Kürbis. Oh, ist aber hier eine Mission. Will jetzt im Keller. Ist aber nicht sehr gut gesichert irgendwie. Hier rechts ist noch so ein Bild. Mhm. Ach. Dun-dun-dun. Okay. Ach, guck an. Hier ist so ein Kinoraum. Hm. Hör doch einen, aber ich sehe ihn. Der Kabel bestimmt irgendwo rum. Ja, ist schon fertig. Hm. Auch tot. Hinter der Theke liegen noch Sachen, wenn du willst. Ja, ja. Hinter dir rechts. Ja. Kleiner Tobi.
Wow, da ist aber welche Pfeffer. Na, ja, der lebt noch. Komm her. Da, Justice ist die dicke Mama. Ja. Das hast du Justice kaputt gemacht. Ich weiß. Magst du die dicke Mama nicht? So. Doch. Okay. Alles Klone. Alles Klone, alles Klone. Wo geht's denn hier hin? Okay. Klar. Nee, bei mir liegen noch Sachen rum. Kannst du alle haben. Oh. Was ist das hier? Ja, das heißt, das Nagasaki-Anwesen, ja. Hier wohnen aber erstaunlich viele Leute. Dafür, dass das Grundstück so klein geht zurück. So klein ist. Ich komm nicht. So, okay. Hast du schon? Hast du schon. Ich kann die knacken, ich hab noch ein paar Dietrische. Okay. Aber hier liegt noch ganz viel Zeugs rum, ich hab keinen Platz mehr. Ja, ich guck. Da war auch ein Totengräber-Mod für deine Schaufel. Ich hab schon eine drinne. Okay. Die hatte ich mir bei dem Dude geholt. Ah, ist die Loki aufgegangen. Geile Krach. Oh, perfekt. Hier ist noch so eine Bombe unterm Boden, ne? Mm. Ich hab sie mitgenommen. Das ist so eine Rohrbombe. Okay, Platz. Ja. Ist aber auch doof, dass du da direkt die Luke hast. Hier den Schalter zum Auf- und Zumachen. Gut, einen Weg nur in eine Richtung. Aber wenn das aufgebrochen wird, fahre ich hier direkt auf dein Sofa drauf. Das sind illegale Bauten. Cool. So aus der Garage direkt in den Kinoraum. Kino-Bunkerraum. Hm. Der wahrscheinlich illegal gebaut. Na, können wir jetzt zum Händler fahren. Vorher nochmal bei zu Hause, ne? Weil wegen Inhalt. Hier ist auch wieder so ein Müllsack gespawnt vor der Tür. Und wieder ein Chicken Wing da hinten.
So viele Pinselrinsels. Und dann Roboter-Geschützturm-Sachen. Biker-Outfit. Plünderer, okay. So, mal gucken, welches ich mir dann zulege, weil dieses Räuber-Dingsbums ist ganz witzig. Aber das ist ja eine schwere Rüstung oder sowas und das ist echt nervig. Ich habe Hunger. Hä? Okay. Doch erst vorhin was gegessen. Naja, oh Gott. Ich habe gesehen, du hast ganz viel Speck mit Ei gemacht. Ja. Müsste cool. Auch noch auf dem Feuer irgendwie. Ne, Wasser ist schon durch. Wasser ist durch. Ja, ich habe da ja tatsächlich schon ganz gut kochen geskillt. So sehe ich halt auch in echt aus. Nackisch. Das mit dem Rumspringen haben die aber noch nicht gefixt. Dass man dann auch immer so rumbackt. Naja, dass man neben so einem Loot-Ding, wenn man direkt abspringt und lootet, dass man dann so hochspringt. Ja. Naja, dafür soll ja das Wasser jetzt funktionieren. Bin ich gerade gespannt. Also wenn wir uns an die erste Season erinnern, an unsere Cheaterburg. Diese Flutrichtung. Ja, das war schon witzig. Naja, haben wir das euch auch gezeigt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao, ciao.